So Leute, vorletzte Einheit, das ist so eine kleine Kombi aus Kraft- und Koordinationstraining, ist gleich ein bisschen Stretching mit drin. Ganz einfache Geschichte, quasi Ausfallschritte mit im Liegestütz kurz halten. Ne? Ihr geht nach hinten, macht es mit Socken zu Hause, dass ihr schön gleiten könnt, geht nach hinten in den Ausfallschritt, stützt euch im Liegestütz ab und Fuß nach hinten. Dann anderen Fuß nach vorne, aufrecht und hoch. Okay, und dann wieder runter. Nach hinten, anderen Fuß nach vorne und hoch. Und das zieht er so durch. Ich denke mal, selbst die Fortgeschrittenen kriegen da zwischen 10 und 20, selbst die Anfänger zwischen 10 und 20 Wiederholungen, dann macht er wie immer ein Minütchen Pause und guckt mal. Also bei der Geschichte sind so 20 Runden drin. Bei den 10 bis 20 Wiederholungen meine ich natürlich insgesamt pro Bein. Ja. Dann schicken wir euch morgen die coole finale Übung, dass ihr euch nochmal vorbereiten könnt auf die Geschichte, die dann läuft hoffentlich wieder normal ab Donnerstag. Und ich möchte mich nochmal für alle, die Videos ums Ende gucken, nochmal bedanken für die Werbung beim Herrn Huschka, die er für uns gemacht hat. Also hat klipp und klar auf seinem Instagram-Post gezeigt, dass wir mit euch Sport machen, auch wenn wir geschlossen haben. Ihr wart fleißig dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, knapp 60 Kurse für euch gegeben, Outdoor. Wir haben über 50 Videos gepostet und ihr wart immer ordentlich mit dabei. Und wir haben natürlich, ich muss es nochmal aufgrund der Werbung von Herrn Huschka sagen, vom Haus der Balance, immer dafür gesorgt, aus allen möglichen medizinischen Bereichen, dass ihr immer gesund bleibt bei den Kursen. Ob das jetzt physiologisch oder hygienisch war, wie auch immer. Also wir freuen uns, dass ihr wirklich immer so die ganze Zeit dabei wart, mitgemacht habt, dass ihr uns Feedback gesendet habt. Und bleibt dran, wir freuen uns auf Donnerstag. Bis gleich, sportfrei.